Ich wünsche Ihnen willkommen hier bei uns im Vortragssaal 3 der Bestmesse Wien, hier in der Wiener Stadthalle. Wenn Sie ein kleines bisschen die Welt retten wollen, dann funktioniert es mit den Umweltwissenschaften, unter anderem der TU Wien. Die haben wir nämlich heute zu Gast. Wir freuen uns sehr über Besuch von Ihnen, Heidemarie Schaar und von Matthias Zessner. Sie beide machen jetzt Lust darauf und es ist gerade extrem aktuell und ganz wichtig. Wir freuen uns sehr, dass die TU Wien zu Gast ist und wir jetzt mit Ihnen hineinstarten dürfen in den spannenden Bereich der Umwelt, des Umweltingenieurswesens. Darf mein Mikrofon an Sie übergeben, lieber Matthias Zessner. Und jetzt werden alle Blicke und alle Ohren also Blicke auf Sie gerichtet sein und die Ohren gespitzt sein. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier unser Studium Umweltingenieurwesen vorzustellen und herzlich willkommen alle, die sich das anhören wollen. Und ich sehe, dass die hier sitzen, schon geeignet für ein Universitätsstudium sind, weil auch auf der Universität füllen sich die Hörsäle immer von hinten. Also das machen Sie schon ganz richtig. Aber andererseits, wer was sehen will, der sollte weiter vorkommen. Wobei auf der Universität sind die Projektionswände etwas größer. Das sieht man auch von hinten noch sehr gut. Der Vortrag, den wir heute machen dürfen, der wurde genannt »Ein kleines bisschen die Welt retten. Umweltingenieurwesen an der TU«. Heidi, dieser Spruch von »Ein kleines bisschen die Welt retten«, der kommt von dir. Was hast du dir denn dabei gedacht? Ja gut, ich musste mich schon öfter für diesen Spruch verteidigen, aber ich finde ihn insofern gut. Der ist aufgekommen in mir, als wir das Graphic Recording Video, das wir jetzt im Anschluss auch zeigen wollen, da braucht es einen Text. Jetzt sind wir eigentlich Wissenschaftler und Lehrerinnen keine Texter, aber wir haben gedacht, wir schaffen das trotzdem. Storyline irgendwie. Umweltkatastrophen, Probleme, die TU reagiert drauf, indem wir dieses neue Studium entwerfen. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht ein kleines bisschen Welt retten? Ja, schon, aber so einfach ist das nicht, wie wir wissen. Und Wäldern wollen wir sie eigentlich ganz retten, nicht nur ein kleines bisschen, diese Welt. Aber wir wissen alle, dass das nicht mit einem Studium oder ein paar Leute gibt. Da braucht es sehr viele Menschen dazu, die von verschiedensten Seiten kommen und sich gemeinsam anstrengen, die Welt zu retten. Aber irgendwo bleibt uns eh nichts anderes übrig. Einer hat einmal gesagt, wie war denn das bloß? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Seien wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche. Du möchtest dich für die Umwelt engagieren und interessierst dich für moderne Technik und Zahlen? Außerdem magst du Biologie, Physik und Chemie? Dann bist du genau richtig bei uns an der TU Wien. Denn wir starten im Oktober unser neues Studium Umweltingenieurwesen. Dabei lernst du, wie du die Probleme im Spannungsfeld Mensch-Umwelt-Technik nicht nur erkennst, sondern auch analysieren und lösen kannst. So machst du deine Leidenschaft zu deinem Beruf. Also, melde dich gleich an! Ja, so schaut das aus, wenn man bei den nicht mehr ganz so neuen Medien sein neues Studium bewerben will. Neues Studium, wir haben mit diesem Studium Umweltingenieurwesen heuer im Herbst begonnen. Vorher gab es das noch nicht an der TU und auch nicht in Österreich. Und wenn man was Neues beginnt, dann möchte man sich halt auch irgendwie herzeigen. Gut, hier haben wir ein bisschen mehr Zeit. Das heißt, wir können ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen, was bei dem Studium zu erwarten ist. Und wir müssen auch nicht ganz so aufgeregt sprechen, wie das bei dem Video der Fall war. Ich fange mit den Spezialistinnen und den Generalistinnen an. Es gibt da einen Spruch, der sagt: Ein Spezialist ist jemand, der immer mehr von immer weniger weiß, bis er am Ende von nichts mehr alles weiß. Und ein Generalist ist jemand, der von immer mehr immer weniger weiß, bis er am Ende nichts mehr von allem weiß.
Das ist natürlich total überspitzt, aber ein bisschen deutet es schon in die richtige Richtung mit dem Problem der Spezialistinnen und der Generalistinnen. Die Spezialisten, die schauen sich einen Aspekt sehr im Detail an. Das ist notwendig, das ist wichtig, weil nur wenn man sich sehr gut wo auskennt, kann man wirklich in die Tiefe kommen. Die Generalisten, die schauen, dass sie die Breite des Wissens abdecken können, viele unterschiedliche Aspekte kennen und damit die Komplexität der Welt besser erfassen zu können. Und wir brauchen natürlich beides. Wir brauchen Spezialistinnen, wir brauchen Generalistinnen. Das Schwierige dabei ist, dass die oft verlernen, miteinander zu reden, weil jeder in seinem Fachbereich hier eine eigene Sprache spricht. Jetzt hat sich eine andere Wissensprofil entwickelt, neben den Generalisten und den Spezialisten. Das ist das sogenannte T-shaped Wissensprofil. Dass Aspekte der Generalisten und der Spezialisten miteinander versucht zu kombinieren. Ein breites Basiswissen, ausgerichtet auf das Spezialwissen und zudem ein spezifisches Spezialwissen in einem Teilbereich. Und das ist so die Wissensbasis, die wir versuchen, in diesem Umweltingenieurwesenstudium zu vermitteln. Gut, kommen wir zum Ziel von diesem Studium. Was ist das Ziel? Wir möchten Ingenieurinnen ausbilden. Was für Ingenieurinnen? Ingenieurinnen mit einer interdisziplinären, sowohl technisch als auch naturwissenschaftlichen Ausrichtung. Dann geht es darum, dass man Kompetenzen hat in den einzelnen Schwerpunkten des Umweltingenieurwesens. Das heißt eben auch das Spezialwissen, von dem wir gesprochen haben. Und dann geht es darum, dass es Umweltingenieurinnen sein sollen, die komplexe Probleme im Kontext von Mensch, Umwelt und Technik, unser Motto, by the way, dass sie das eben erkennen, analysieren und dann in weiterer Folge auch lösen können. Gut, wie funktioniert das? Wie ist das Bachelorstudium erstmal aufgebaut? Wir haben gehört, wir brauchen ein Grundwissen und dieses Grundwissen ist eben aus dem Bereich Mathematik, Naturwissenschaft. Da findet man jetzt hier thematisch, das sind sogenannte Module, aber ich lasse hiermit diese Fachsprache aus dem Hochschulwesen schon wieder. Es sind einfach thematisch zusammengefasst Bereiche, Lehrveranstaltungen von der Mathematik, von der Chemie, Physik und auch von den Biowissenschaften. Warum steht hier nicht Biologie? Weil wir eben auch andere Fächer dabei haben, neben der Ökologie auch die Toxikologie zum Beispiel. Und eben neben diesen naturwissenschaftlichen Fächern braucht es auch die ingenieurwissenschaftlichen Fächer, weil es eben das Umweltingenieurwesen ist. Und hier neben der Mechanik auch Bereiche Geologie und Boden, Verfahrenstechnik und Messtechnik auch wichtige Bereiche. Und hier Geoinformation und Geodäsie, darauf komme ich später noch zu sprechen bei den Schwerpunkten. Und dann ist auch das Programmieren und Modellieren sehr wichtig, wenn wir analysieren und in weiterer Folge auch etwas simulieren möchten. Dann erfolgt eben das erweiterte Basiswissen. Das heißt, wir haben das allgemein, jetzt schon ein bisschen die fachspezifischen Grundlagen diesen Bereich Mensch, Umwelt, Technik. Hier wieder in gewisser Weise unser Motto von wegen steht der Tropfen, aber da geht es rein darum, auch um die Interaktionen zwischen Mensch, Umwelt und Technik, die Interaktionen und die gesellschaftliche Relevanz davon, wozu. Bereich Energie und Umwelt spricht der Name für sich selbst, dass das wichtig ist, aber weil wir uns eben nicht nur in unserem Elfenbeinturm bewegen und forschen und Wissenschaft betreiben, sondern auch etwas umsetzen wollen und müssen, braucht man eben auch diese fachübergreifenden Inhalte wie Recht und Wirtschaft. Gut, und dann kommen wir letzten Endes zu dem erweiterten Basiswissen oder dem Spezialwissen. Das sind jetzt diese vier Schwerpunkte, wo Sie sich vertiefen können. Eigentlich vertiefen kommt dann im Master und das werden wir noch vorstellen. Jetzt möchten wir im Bachelorstudium von allen vier Schwerpunkten einen Eindruck vermitteln.
damit man dann weiß, okay, in welche Richtung gehe ich danach. Und dieser erste Schwerpunkt, was sich hier hinter dem Wort Umweltdatenmanagement verbirgt, da verweise ich eben wieder auf die Geodäsie und Geoinformation, da geht es vorwiegend um Geodaten. Ich komme dann später noch zu Beispielen, was das dann wirklich bedeutet. Umweltdaten, Geodaten, sagt Ihnen vielleicht beides gleich viel oder gleich wenig. Umweltrisiko Wasser, das ist jetzt der quantitative wie qualitative Aspekt. Das heißt, zum einen schützen wir den Menschen vor der Umwelt, vor dem Wasser. Wir müssen aber auch das Wasser eigentlich vor dem Menschen schützen. Dann gibt es das Gleiche auch für den Bereich Klima, Luftqualität und Lärm. Werde ich später genauso erläutern. Und diese vierte Säule ist eben die Wassergüterwirtschaft und das Ressourcenmanagement, sprich Wassergüte, auch Abwasserreinigung und Ressourcenmanagement. Wenn wir jetzt diesen Begriff Abfallwirtschaft verlassen und etwas als Ressource sehen, in die Kreislaufwirtschaft gehen, das können wir sowohl im Bereich Abfall, aber auch im Bereich Abwasser sehen. Beispiele folgen, wie gesagt, ja, freie Wahlfächer, transferable skills, das sind einfach Soft Skills, die sind natürlich notwendig, die muss man lernen. Und dann eben die eigentlich erste eigenständige wissenschaftliche Arbeit, die Bachelorarbeit. Was jetzt wichtig ist, Klick, yes, das ist eben, das ist approved by, das heißt, wir brauchen eine gewisse Qualitätssicherung. Umweltingenieurwesen ist einfach so weit gefasst, das ist neu hier in Österreich, aber in Deutschland gibt es das schon an die 15 bis 20 Jahre, auch in der Schweiz, auch in Italien. Und da hat man sich viel Gedanken gemacht, wenn jetzt jemand sagt, ich studiere oder habe Umweltingenieurwesen studiert, dann kommt immer die große Frage, was ist denn das? Beim Bauingenieurwesen ist das klar, aber beim Umweltingenieurwesen, wie kann man einen gewissen Qualitätsstandard einhalten? Und da gab, oder diese FTBGU steht für eben die deutschsprachige Vereinigung für den Fakultätentag für Bauingenieurwesen, Geodäsie und Umweltingenieurwesen. Und die haben sich Gedanken gemacht, was denn so mögliche Standards wären. Und da sind eben Vorgaben in diesen einzelnen Bereichen, Vorgaben, wie viel ECTS, also wie viel Umfang die Lehrveranstaltungen in diesem Bereich haben sollen. Und danach haben wir uns dann auch gerichtet. Gut, jetzt habe ich gesprochen von einem interdisziplinären Studium, was hier auch wichtig ist, es ist auch ein interfakultäres Studium. Man sieht hier die Pflichtfächer und die beitragenden Disziplinen. Die Disziplinen sind an der TU eben so organisiert, dass man quasi Fakultäten hat, wie zum Beispiel die Fakultät, kann man das hinten auch lesen, Fakultät für technische Chemie, für Mathematik und Geoinformation, für Bauingenieurwesen, aber auch andere. Und was wir mit dieser Torte hier einfach veranschaulichen wollten, dieses interfakultäre Studium hat eben die Tätigkeiten, eigentlich die Kompetenzen von den unterschiedlichen Fakultäten, die im Umweltbereich etwas machen, gebündelt. Das heißt, zuvor gab es, Matthias war immer wieder und ist immer wieder involviert in Forschungsprojekte, die zwischen unterschiedlichen Fakultäten stattfinden. Und jetzt ging es uns auch darum, das nicht nur im Bereich der Forschung, sondern auch im Bereich der Lehre zu implementieren. Und was an der TU wichtig ist, das ist eben diese sogenannte forschungsgeleitete Lehre. Das heißt, es wird, je nachdem, wie weit Sie im Studium sind, wie sehr Sie es interessiert, auch immer wieder die Möglichkeit geben, bei Forschungsprojekten mitzumachen. Ja, ich würde jetzt aber sagen, jetzt werden wir wieder ein bisschen konkreter und ich übergebe gerne an den Matthias. Naja, was immer man konkret nennt, wir haben hier diese goldenen Säulen des Umweltingenieurwesens definiert. Die findet man so nicht im Studienplan, die haben uns aber bei der Erstellung des Studienplans immer geleitet. Grundsätzlich das UIW steht für Umweltingenieurwesen. Und wie schon gehört, das Umweltingenieurwesen befasst sich mit der Analyse und der Lösung von Problemen im Kontext von Mensch, Umwelt und Technik.
Damit das möglich ist, müssen verschiedene Aspekte gelehrt und gelernt werden. Zum Beispiel, wir müssen die Umweltprozesse verstehen. Das heißt, wie funktioniert die Umwelt? Wie wirkt sich Tätigkeit von Menschen auf die Umwelt aus? Wir müssen lernen, wie gemessen werden kann, wie Messtechnik funktioniert und was man mit diesen Messwerten macht im Zuge einer Datenauswertung, Datenverarbeitung, um aus Messwerten auch Information generieren zu können. Man braucht Möglichkeiten, das, was man erfasst hat in diesem Zusammenspiel zwischen Mensch, Umwelt und Technik, auch zu bewerten, mit Bewertungsmöglichkeiten. Risiko zum Beispiel, die Quantifizierung des Risikos durch die Umwelt für den Menschen, aber auch durch den Menschen auf die Umwelt. Das muss gelernt und erfasst werden. Wir brauchen im Umweltingenieurwesen Kenntnisse über Technologien, die wir einsetzen können, um dieses Zusammenspiel zwischen Mensch und Umwelt langfristiger auch nachhaltig gestalten zu können. Und wir brauchen gesamte Konzepte, also jetzt nicht nur Einzellösungen, sondern die Betrachtung des Zusammenhangs, zum Beispiel im Bereich der Klimaforschung, des Ressourcenmanagements, der Wasserwirtschaft, wo gesamte gesellschaftliche Themenbereiche gestaltet werden müssen, nachhaltig gestaltet werden müssen. Und das Ganze spielt sich in einem Kontext ab, aus Werten, die über Ethik analysiert werden können und die im Rahmen von Wirtschaft und Recht sich abspielen, wo auch der Umweltingenieur, die Umweltingenieurin einen Einblick haben muss. Wie ist jetzt das Masterstudium aufgebaut? Hier geht es weiter um ein vertiefendes Grundlagenwissen des Umweltingenieurwesens. Dort wollen wir, dass die Studierenden unterschiedliche Denkweisen der involvierten Fachbereiche kennenlernen, wie Erdbeobachtung, wie Ingenieurhydrologie, wie Bewertung, und zwar ökologisch und ökonomisch, von Prozessen, wie Ressourcenmanagement, aber auch wie Umweltethik. Dann geht es wieder in diese Spezialisierung. Und im Master ist es so, wir haben wieder diese vier Schwerpunkte, von denen dürfen sich oder müssen sich die Studierenden dann zwei auswählen, um sich hier zu spezialisieren. Und dann gibt es noch den Bereich der Wahlfächer und der Masterarbeit, der sowohl die Möglichkeit bietet, sich weiter zu spezialisieren oder auch Ergänzungswissen, übergeordnetes Wissen, also eine Erweiterung des breiten Wissens für den jeweiligen Studenten, die jeweilige Studentin, sich anzueignen. Gut, vielleicht noch eines, das wir jetzt nicht erwähnt haben, wenn hier Interessenten für das Masterstudium sitzen, dann müssen wir die noch ein bisschen vertrösten. Dadurch, dass wir mit dem Bachelor eben erst im Wintersemester begonnen haben, also letztes Jahr, wird es mit dem Master noch etwas dauern. Wir warten jetzt nicht die 3 Jahre der Mindeststudienzeit, betone ich mal, die man braucht, um das Bachelorstudium zu beenden. Wir beginnen 1 Jahr davor, aber jetzt noch, wir sind noch nicht am Masterstudium. Also es gibt es noch nicht, ja. Es gibt es quasi schon. Es ist in der Bewilligungsphase, das kann ich dazu sagen. Wir also möchten. Der Studienplan ist der Bewilligungsplan. Der Studienplan, genau. Wir möchten eigentlich auch davor schon aufklären können, was können Sie dann hier wirklich für Fächer machen, aber angeboten wird es erst ab 2021. Wintersemester, genau. Gut, die Schwerpunkte, diese fachspezifischen Schwerpunkte, die wir jetzt schon öfter angesprochen haben, ich möchte Beispiele oder wir gemeinsam möchten Beispiele davon geben, eben dieser erste Schwerpunkt Umweltdatenmanagement im Bachelor oder dann schon ein etwas konkreterer Name im Master, Erfassung und Verarbeitung von Geodaten. Matthias hat erwähnt Erdbeobachtung. Das heißt, ein Beispiel dafür wäre Erdbeobachtung mittels Satelliten oder auch mittels Flugzeugen. Wozu macht man das?
einfach zum Monitoring, um etwas zu überwachen. Das heißt zum Beispiel die Bodenfeuchte oder die Vegetation, die Überflutung oder ganz einfach Niederschlag. Und wozu ist das dann gut? Das sieht man hier ganz gut. Das ist eine Grafik, die habe ich aus einer wissenschaftlichen Veröffentlichung eines unserer Lehrenden in dem Bereich entnommen. Und Sie müssen hier jetzt nicht alles lesen und interpretieren können. Es geht aber darum, dass man mit diesen Möglichkeiten auch Langzeittrends auswerten kann. Und das ist hier eine Zeitreihe über 20 Jahre. Und da geht es eben um die Veränderung der Bodenfeuchte. Was kann man dann damit machen? Generell kann man sagen, es geht darum, dass man diese Fernerkundungsdaten dafür verwendet, um das Verständnis zu verbessern. Das Verständnis von den Veränderungen, die wir haben im Klima, in der Umwelt und den Interaktionen. Was würde das jetzt zum Beispiel heißen? Sinkende Bodenfeuchte im oberen Bereich des Bodenkörpers. Vielleicht wird es notwendig sein, in Zukunft hier zu bewässern oder mehr zu bewässern. Und hier, so kann man die Geschichte dann weiterspinnen, warum das wichtig ist, eben diese Zeitreihen zu erfassen. Der zweite Schwerpunkt, Umweltrisiko, Luftqualität und Klima. Auch hier eben Analyse und Bewertung, aber eben auch Lösungsstrategien. Da geht es eben darum, dass man Emission, sprich den Austrag, Transmission, die Verlagerung oder den Transport und dann die Emission, den Eintrag. Jetzt habe ich Sie gleich einmal mit drei Fachbegriffen bombardiert, die, wie Sie sehen, eigentlich nicht so schwer zu übersetzen sind, die man sich dann auch ganz gut merkt, eben von Luftschadstoffen oder Klimagasen, einfach um auch Stoffkreisläufe zu beobachten, um Zeitreihen und Extremereignisse im Klimasystem einfach zu sehen, zu analysieren. Und was man hier sieht, das ist ein Blick auf das Sonnenblick-Observatorium. Und dort gibt es eben eine Forschungsstation interdisziplinär besetzt, wo auch eine Professorin, die bei uns involviert ist, eben auch immer wieder ist. Und eine Arbeitskollegin von uns hat dort zum Beispiel für ihre Diplomarbeit auch die Daten erhoben. Also gibt dann schon ganz spannende Ausflüge auch. Und neben dem gibt es eben auch den technischen Bereich. Man lernt die Methoden der Emissionsreduktion eben über die Reinigung von Abgas oder Abluft. Und die Methoden der Prozess- und Umweltanalytik. Warum ist das jetzt wichtig? Immer wenn es um das Zusammenspiel geht, Emissionsreduktion, dann muss man auch ein gewisses Prozessverständnis haben. Man muss mit den Verfahrenstechnikern, sind wahrscheinlich Verfahrenstechniker, die die Anlage betreiben, dann auch besprechen können, hier, wenn das und das im Prozess passiert. Wenn wir jetzt diesen Abluft- oder Abfallstrom haben, dann haben wir ein Problem. Was können wir machen? Ich kann es reinigen, aber ich brauche eine gewisse Hintergrundinformation. Und Umweltanalytik ist klar, wenn ich jetzt die Luftschadstoffe etc. analysieren möchte, muss ich auch ein gewisses umweltanalytisches Wissen erlernen und mitbringen. Gut, bleiben wir bei Umweltrisiko. Umweltrisiko Wasser, eigentlich für das Wasser und auch vom Wasser ausgehend in diesem Fall. Was man hier sieht, ist eben dieser quantitative Aspekt. Ich habe letztens wieder gehört, noch besser als Hochwasserrisikomanagement ist das integrale Hochwassermanagement. Egal, wie man diesen Term jetzt nennt, es geht darum, dass man mit den Möglichkeiten, die man bei uns an der TU Wien dann in dem Bereich auch lernt, dass man hier etwas modellieren kann. Und zwar zum Beispiel eben die Überflutungen. Und damit kann man auch Frühwarnsysteme entwerfen. Überflutung, die Animation hier ist, habe ich jetzt nicht dahinter gelegt. Man könnte hier, oder es wurde eben auch modelliert, wenn der Pegel im Fluss weiter ansteigt, wo tritt das Wasser eben über die Ufer? In dem Fall
nicht schwer zu erraten, wenn hier eine mobile Schutzwand aufgestellt wird, dann wird es wohl hier sein. Das heißt, über diese Modellierung und die Frühwarnsysteme kann ich einfach bestimmen, wie greife ich wo und auch wann am besten ein. Um eben die Probleme, die im Kontext von Mensch, Umwelt und Technik entstehen, in den Griff zu bekommen. Und ich darf jetzt noch über den vierten Schwerpunkt etwas sagen. Es geht um Ressourcenmanagement und Siedlungswasserwirtschaft, um die Durchführung konzeptioneller und planerischer Aufgaben. Und zum Beispiel ein Bereich, wo genau diese beiden Fachbereiche Ressourcenmanagement und Siedlungswasserwirtschaft sehr stark zusammenspielen, ist die Frage von Kläranlagen und der Ressourcenrückgewinnung aus dem Abwasser. Wir haben das mit dem Schlagwort New getauft. Wofür steht New hier? Das steht für Nährstoffe, Energie und Wasser, weil das sind die wichtigen Ressourcen, die im Abwasser enthalten sind. Und eine dieser Ressourcen, eine dieser Nährstoffe ist der Phosphor. Und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Und mein Herz ist voll von Phosphor. Und ich könnte jetzt sicher eine Stunde reden über den Phosphor und die Rückgewinnung des Phosphors aus dem Abwasser und wie wichtig das ist, weil Phosphor so eine begrenzte Ressource ist und mit der müssen wir sehr sorgsam umgehen. Und es gibt Möglichkeiten, die zurzeit entwickelt werden, diesen aus dem Abwasser zurückzugewinnen und dann als Düngemittel wieder für die Landwirtschaft zu gewinnen. Aber das kann ich jetzt nicht hier. Da lade ich Sie herzlich ein, in das Studium Umweltingenieurwesen zu kommen. Gut, ich habe über die T-shaped Wissensbasis gesprochen. Von diesen vier Schwerpunkten sind im Umweltingenieurwesenstudium zwei zu wählen. Und da passt eigentlich dieses T-shaped gar nicht mehr. Im Masterstudium muss man zwei Schwerpunkte wählen. Da passt diese T-shaped Wissensbasis gar nicht mehr. Und zum Glück habe ich irgendwo in einem Artikel gelesen, T-shaped ist out, pie-shaped ist in. Und also ist die Wissensbasis, die wir versuchen, in diesem Umweltingenieurwesen zu vermitteln, eine pie-shaped Wissensbasis. Wobei man auch schon wieder das Problem der Anglizismen in der deutschen Sprache deutlich vor Augen geführt bekommt. Ich würde immer pie-shaped sagen, aber das wäre natürlich völlig falsch. Also pie-shaped Wissensbasis. Und jetzt kommen wir eigentlich zur Gretchenfrage. Diese Gretchenfrage wird hier bei der BEST am Informationsstand sofort gestellt, wenn Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Eltern kommen. Wenn die Schülerinnen oder Schüler alleine kommen, dann dauert es oft ein bisschen länger, bis diese Frage kommt. Dann kommt sie auch manchmal ein bisschen verschämt erst später. Und was fängt man damit an? Ich kann beides verstehen, dass diese Frage sofort kommt, aber auch, dass sie später kommt und dass sie ein bisschen verschämt ist. Warum? Weil eins ist klar, ein Universitätsstudium muss über die reine Berufsausbildung hinausgehen. Das heißt, die Zeiten ändern sich, das wissen wir spätestens seit den 60er Jahren. Es kann nicht sein, dass ein Universitätsstudium nur für einen bestimmten Beruf ausbildet. Da muss die Bildung darüber hinausgehen. Das muss mehr sein. Denn die Absolventinnen und Absolventen sind auch dafür verantwortlich, dass in Zukunft sich unsere Welt weiterentwickelt und nicht bei dem stehen bleibt, was jetzt ist. Aber natürlich ist eine Studienentscheidung ein Vorgriff auf eine Berufsentscheidung. Und Berufsentscheidungen sind, wie wir alle wissen, ganz wichtige Entscheidungen im Leben. Darum fragt man sich natürlich auch, okay, was fängt man damit an? Wir haben jetzt einige Dinge hier aufgeschrieben. Das ist eine Liste, die nicht abschließend ist. Ich glaube, das Umweltingenieurwesen bietet eine so gute, umfassende Ausbildung, dass es ganz viele Berufsmöglichkeiten gibt. Die können wir gar nicht alle hier alleine aufzählen, aber es gibt einiges auch auf
zu zählen. Zum Beispiel Mitarbeit in Technikbüros, Zivilingenieurbüros, Umweltbeauftragte in der Industriebranche. Die Industriebranche braucht Umweltingenieurinnen, die ihnen das komplexe Feld des Umweltbeauftragten, der Umweltbeauftragten gut abdecken können. Es geht um Mitarbeit in Umweltindustriebranche, Anlagen und Systemplanungen, Ausrüsterfirma im Bereich von Umwelttechnik und Messtechnik. Es geht auch um Betriebsanlagen, umwelttechnische Betriebsanlagen, die es schon gibt, Kläranlagen, Luftreinhalteanlagen, die betrieben werden müssen. Und auch hier bekommen die Umweltingenieurinnen, die Umweltingenieure eine sehr gute Ausbildung, dass sie diese Aufgaben gerechtfertigt übernehmen können. Gut, dann geht's weiter mit dem Bereich der Verwaltung. Ich habe mir immer früher gedacht, Verwaltung interessiert mich überhaupt nicht, ist total trocken. Ist es in dem Bereich aber nicht, weil es einfach sehr umfassend ist. Das heißt, es braucht jemanden, der diese Rechtsvorschriften auch umsetzt und ausführt und das auf unterschiedlichen Ebenen. Auf Gemeindeebene, die Gemeinde wird vielleicht eine gewisse Größe brauchen oder in einem gewissen sensiblen Gebiet sitzen, dass man hier dann auch, wir schmunzeln uns an die sensiblen Gebiete, wir erwähnen sie nicht, oder eben auf Landes- oder Bundesebene. Und was hier bei dem Studium auch relevant ist, dass wir für internationale Tätigkeiten und Felder ausbilden. Das ist der Studiendekan zum Beispiel, war lange Zeit in Australien, hat sich dort damals auch schon mit Bewässerung, Dürre, Wasserknappheit befasst, was vielleicht auch nun in andere Gebiete ausgeweitet wird. Umweltconsulting ist auch sehr umfassend. Dort kann man sich wirklich ausleben mit dem Wissen, das man in unserem Bereich kann. Und das Wichtige ist eben auch, dass es wieder das Ingenieurwissen gibt mit dem Wissen zu Recht und Ökonomie. Umweltzertifizierung zum Beispiel. Gut, und NGOs, auch ein insofern wichtiger Bereich. Es geht jetzt nicht rein um eine emotionale Bearbeitung. Es muss das Fachwissen da sein. Das ist es auch und das können die Umweltingenieure und Ingenieurinnen dann auch sehr umfassend mitbringen von unterschiedlichen Blickwinkeln, wenn sie nur an die Schwerpunkte denken. Luft, Wasser, Geodaten etc. Und last but not least, hier zwei Vertreter, ich weiß nicht, ob wir sehr repräsentativ sind, egal, Vertreter einer Universität, sie können an der Universität oder an einer anderen Bildungseinrichtung bleiben oder dorthin gehen und sowohl forschen als auch lehren. Aber wenn Sie sich daran erinnern, an der TU ist es wichtig, die forschungsgeleitete Lehre. Das heißt, im Gegensatz jetzt zu anderen Unis ist es nicht so, dass man bei uns nur angestellt wird, um zu lehren. Es braucht auch immer diesen Bereich Forschung, damit man den Connex bilden kann und einfach die aktuellen Dinge, an denen man forscht, dann auch in die Lehre mit einflechten kann. Gut, wieso studieren so viele Umweltingenieurwesen, um das so viele jetzt zu hinterlegen? Wir haben eben im Wintersemester begonnen und jetzt mit denjenigen, die jetzt schief eingestiegen sind im Sommersemester, sind wir an und für sich über 250 Studierende des Umweltingenieurwesens. Und ich denke, dass dieser Cartoon das eigentlich ganz schön, wenn er vielleicht ein bisschen kitschig veranschaulicht. Ich weiß nicht, ob das jeder lesen kann. Ich weiß auch nicht, ob Taucher hier im Publikum sitzen. Gut, wenn man nicht Apnoe-Taucher ist, wird man mit einer Flasche Sauerstoff, Luft unter Wasser gehen. Wird es in Zukunft notwendig sein, wenn die Verschmutzung von Flüssen mit Antibiotika und was auch immer so weitergeht, dass die Fische hinten die Wasserflasche brauchen? Oder in weiterer Folge, werden wir die Natur dann wieder anzapfen müssen? Werden wir eine Natur haben, die wir anzapfen können? Deswegen studieren so viele Umweltingenieurwesen, weil sie das interessiert, weil sie die Kombination
hier jetzt nicht unser Motto, aber umgewandelt. Diese Kombination interessiert viele junge Leute, die bei uns begonnen haben. Alle, muss ich sagen, aus Technik, Umwelt und Menschen. Und vielleicht noch, das haben wir uns jetzt nicht so ausgedacht, diese Sprüche, sondern die kommen aus einer Befragung von Interessierten an dem Umweltingenieurstudium, warum sie motiviert sind, dieses Studium zu machen. Also keine Idee von uns, sondern tatsächliche Antworten von Interessierten an diesem Studium. Danke, Matthias, das war wichtig. Warum studieren es noch sehr viele? Weil es eben interdisziplinär ist und weil es die Leute dann interessiert und jetzt in Richtung Beruf. Viele möchten eben nicht einfach lernen, ausführen, eine bestimmte Sache und Aufgabe. Es geht darum, die Möglichkeit zu haben, die eigenen Ideen einzubringen. Und das ist nicht nur möglich, sondern es ist auch wichtig und es wird notwendig sein, dass das passiert. Und das Spannende eben zugleich, dass man mit mehreren technischen Fachrichtungen eben auch zu tun hat und konfrontiert wird. Und zusammenfassend war eigentlich diese Wortmeldung ganz schön. Ich möchte etwas zur Verbesserung der Umwelt beitragen. Ein kleines bisschen Welt retten. Du sagst es. Gut, das war jetzt unser Vortrag. Wir haben uns extra kurz gefasst oder fassen wollen, sagen wir so, von wegen, wenn das Herz voll ist. Gut, weitere Informationen findet man zum einen, das merkt man sich jetzt, glaube ich, ganz gut, www.umweltingenieurwesen.at. Und bei Fragen können Sie dann auch ein E-Mail schreiben an, jetzt kommt die Abkürzung, uiw@tuwien.ac.at. Eigentlich habe ich mir gedacht, viel besser bei Fragen hinten am Stand. Was jetzt sehr wertvoll ist, am Wochenende kommt die Beratung von der Studierendenseite. Da wissen Sie auch dann wirklich, wir Lehrende, wir haben ein Bild, was wir vermitteln wollen. Und die Studierenden wissen dann auch, was wir wirklich vermitteln. Und ich würde vorschlagen, hinten gibt es dann auch Flyer. Da kann man sich nach hinten, Stand ganz weit hinten, versteckt sich immer die TU, das Feinste vom Feinen, ganz hinten. Ich höre auf mit Werbung, die gar nicht so gemeint war. Am besten ist es wahrscheinlich, wenn Sie jetzt als erstes einmal Fragen, die sich auftun, an uns beide zu richten. Wäre jetzt der direkteste Weg. Bitte. Wir schauen ins Publikum. Gibt es direkte Fragen? Wenn ich Ihnen zuhöre, werden sich so manche Studierende aus den klassischen Studiengängen, so Technik, möglicherweise auch von der BOKU, sich ärgern, dass sie das noch nicht so früh gehört haben, dass es dieses Studium gibt, dass sie im Oktober gestartet sind. Denn sie bilden offensichtlich was ab oder bieten was an, wonach eben erstens einmal der Markt fragt auch, also auch sozusagen auf der Wirtschaftsseite wird das sehr begehrt sein, ganz sicher, denn bis dato sind es halt sehr interessierte Menschen gewesen, die sich reingekniet haben und auch in dem Bereich quasi tätig waren. Jetzt gibt es das erste Mal ein Universitätsstudium eben dazu, Umweltingenieurwesen an der TU Wien. Mit 250 haben Sie jetzt gestartet, also 2019 im Oktober. Gibt es eine Platzenge schon oder ja? Sie nicken, okay. Matthias Tessner oder Heidemarie Schaar, bitte. Ja, das ist vielleicht, weil ich ja auch das Studiengangsmanagement mache und weil wir relativ blauäugig waren. Wir haben uns gedacht, wenn man jetzt etwas machen möchte im Umweltbereich, man denkt nicht sofort an die TU. Klar gibt es die Verfahrenstechnik. Es gibt, wie ich es eben auch erwähnt habe, den Umweltbereich in unterschiedlichsten Fakultäten wird abgedeckt. Das sind jetzt Kollegen und Kolleginnen zum Beispiel von der technischen Chemie, die Sie dann auch hinten am Stand noch interviewen können. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Genau. Jetzt haben wir uns gedacht, wahrscheinlich werden es am Anfang nicht so viele werden. Und das Erfreuliche war das, dass es dann doch gleich sehr viele wurden. Das Unangenehme war das, dass wir von unseren Hörsälen her
uns so eingeteilt haben, dass es eben weniger hätten sein können. Das heißt, was wir implementieren mussten, und das hat ein bisschen lange gedauert, aber jetzt soll es voll funktionsfähig sein, ist ein entsprechendes Streaming. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, jetzt auch zu Hause am Laptop zu sitzen und entsprechend die Vorlesung zu hören. Ich denke, das ist ein Umdenken. Prinzipiell, ich bin immer gern in Vorlesungen gesessen, aber wenn ich mir jetzt anhöre, ich will es nicht heraufbeschwören, dass die Unis irgendwie geschlossen werden, aber auch hier kann man über Streaming dann viel machen und über einen Chatroom dann eventuell auch noch seine Fragen stellen. Um das zusammenzufassen, ich denke, wir haben das jetzt im Griff. Gut, aber es wird nicht zugangsbeschränkt. Nein, es gibt keine Zugangsbeschränkungen von einem Studium, das neu beginnt und nicht in Englisch abgehalten wird. Das haben wir lang diskutiert, weil es eben auch diese starke internationale Komponente hat. Es ging aber auch darum, dass man viele bestehende Lehrveranstaltungen integriert und die werden dann nicht ganz einfach auf Englisch umgestellt. Hätte vielleicht auch noch ein paar abgeschreckt, aber ich ermutige Sie dazu. Englisch ist wichtig. Auf alle Fälle ein großes Kompliment, denn da müssen mehrere Fakultäten miteinander gemanagt werden und in den Hut gebracht werden. Aber wer so fröhlich sozusagen über sein Studium spricht, dann muss das gut gelingen. Aufgrund der Zeit müssen wir dieses Thema jetzt leider beenden. Wie gesagt, am Stand heute noch bis 17 Uhr TU Wien. Sind Sie beide auch noch vor Ort jetzt? Das nicht, aber abseits wir, jetzt wir überlassen das Feld jetzt wirklich den Studierenden. Ja. Gut, also die kurz plaudern. Noch, wir ja, schauen bitte. Kurz noch nach hinten, falls jemand noch was möchte, aber dann. Und auch jetzt. Genau, jetzt abseits eben, wie gesagt, wir müssen uns hier von Ihnen verabschieden, denn wir haben jetzt gehört, was man an der TU Wien studieren kann, unter anderem eben Umweltingenieurwesen. Heute zum Abschluss dürfen wir Ihnen sagen, was man in Indien studieren könnte. Wir haben den Botschafter von Indien zu Gast heute hier bei uns im Vortragssaal 3. Er wird Lust machen auf Studieren in Indien. Wir sind schon sehr gespannt. Wie gesagt, wenn Sie möchten, Fragen haben hier an die TU Wien. Und ansonsten sitzen bleiben, bei uns geht es gleich weiter.